Ich werde die beiden irgendwie auch vermissen, denn ich habe gehört, wir werden sie danach wohl nie wiedersehen, nach dieser Episode. Denn es kommt zwar in Life is Strange 2, aber da geht es nicht mehr um Max und auch nicht mehr um Chloe. Und ob hier die Storyline mit Life is Strange Before the Storm, so hieß das Programm, ob die jemals weiter fortgesetzt wird, das steht noch in den Sternen. Obwohl ja die Produzenten gesagt haben, dass Life is Strange Before the Storm so erfolgreich war, wie sie eigentlich es nicht erwartet haben. Und sie könnten sich vorstellen, da noch die ein oder andere Geschichte halt zu erzählen. Und ich hoffe es auch, dass da noch mehr kommt. Ich will mich nicht von Chloe verabschieden. Max ist so eine Sache für sich. Ich fand, die war nicht wirklich sehr interessant. Also man spielt sie zwar in der ersten Episode in Life is Strange 1, spielt man ja die ganze Zeit Max und auch hier spielen wir Max und ist schon ein schöner Charakter und passt in diese wunderbare Welt, aber ich finde, hier Chloe ist eigentlich die interessantere Person von beiden und deswegen mehr Story mit Chloe. Ich würde mich darüber freuen, allerdings auch nur, wenn sie das Franchise nicht ausschlachten à la Star Wars und Co., wo man dann das Gefühl hat, sie mussten jetzt unbedingt noch was erzählen und das Ganze wirkt dann so aufgesetzt. Also, wenn dann bitte richtig in Maßen, nicht in Massen, in Maßen und trotzdem eine oder zwei kleine Geschichten aus Chloes Leben, wo Max dann eben nicht da war, könnten sie gerne noch erzählen. Eben gerne auch mit Rachel, wie es da weiterging, bevor dann Rachel eben verschwand und Life is Strange 1 dann losging. So, und ich werde dann mal aufstehen und gucken, was mich so dann hier bei ihr erwartet. Ich hoffe, wir kriegen noch das schöne Kopftuch und die Augenklappe. Are you just watching me up there, Creeper? Das würde ich doch nie tun. Deine Gefühle teilen, dich natürlich verhalten. Komm, wir teilen mal die Gefühle. You are one of a kind, Chloe Grace. What? I'm lucky you're my best friend. Damn right you are, you mushy weirdo. Did you find the amulet? Awesome. Now get your ass down here. We have treasure to find. On my way. Das sind wir. No big deal. Bring the amulet over here so I can see. Chloe is so excited. I better bring her the amulet before she makes me walk the plank. Die Kanone auf der Schaukel. Och, ist das süß. Okay, eigentlich sind die beiden ja ein bisschen alt, um so was zu spielen. Aber hey, andersherum. Man muss es ja auch mal von der anderen Seite sehen. Wenn man dann selbst Kinder hat, spielt man mit denen ja auch so eine Sachen und man hat Spaß dabei. Ne? Also anders formuliert, wir werden wohl nie wirklich komplett erwachsen. So ein bisschen Kind bleiben wir alle, egal in welchem Alter. Huch, ein Laubhaufen. I wish this was big enough to jump in. It's only September. It'll be totally dive bombable in a few weeks. Yeah. A few weeks. Nur sind wir dann nicht mehr hier. Leider. So, noch ein Skateboard oder ist es dasselbe? All I'm saying is, I've never broken my wrist taking a picture. Kann aber auch passieren, ne? Also einer meiner Verwandten hat es mal geschafft, sich ein Fingergelenk zu brechen beim Hochheben eines Blumentopfes. I can't wait to see what we're supposed to do with the amulet. Ja, also damit ihr wisst, was ich meine. Hier so ein Gelenk, ne? Was man so abknicken kann. Die Dinger können brechen. Also wenn da die Bänder links oder also oben oder unten sozusagen nicht mehr stabil genug am Knochen hängen und reißen, dann knickt das Gelenk in die andere Richtung oder gar nicht mehr, je nachdem. Und sowas kann jederzeit passieren durch Alter, Überanstrengung und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, einem meiner Verwandten mal passiert. Wir wussten es auch nicht, dass das geht. War relativ schmerzhaft. Wurde dann, also so der Finger wurde halt eingegipst dann halt für eine gewisse Zeit. Aber ja, es ist wie so ein Kreuzbandriss im Knie oder so. Da geht das ja auch. Also warum nicht auch andere Gelenke? If we ever want to find the treasure, I'll need to give Chloe the amulet.
Genau, so Malersachen. Wir wollten ja, oder der Vater will ja das Haus neu anstreichen. It's not that I don't like the blue. I'm just sad to see the old color go. Stimmt, später ist das, glaube ich, blau das Haus, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Hier ist noch ein Tisch. Chloe and I have done lots of homework at this table. It's so weird we're at different schools now. Da muss ich übrigens sagen, das gefällt mir an diesen Siedlungen in Amerika immer so schön. Die haben schöne, auffällige Farben. Also meistens so ein Rot oder ein Blau oder auch so Holzfarben und so weiter. Wir haben ja so mehr so Weiß-Gelbtöne. Wobei auch in Neubausiedlungen, da tauchen auch teilweise blaue oder auch grüne Häuser auf, habe ich gesehen. Rote sind seltener, aber gibt es auch. Also ja, trotzdem die typische amerikanische Kleinstadtsiedlung, so wie man sie sich vorstellt, ist halt ein bisschen farbenfroher. So, was steht denn da hinten? Sherwood Grocery Fresh Product Fair Prices. Okay. New Dell Section All Price. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen, da ist ein Dach davor. Gut, hier haben wir noch ein schickes Gemälde oder Malwerk, eine Zeichnung. I still wish I could live in the world we drew. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Und ich werfe mal einen Ball. I've spent so much of my life here. Every little corner is familiar. Comforting. These games we're playing. Buried pirate treasure from our past selves. Is this all selfish of me? Why is this making me feel more guilty about leaving? How am I going to... What's up, dude? Bro. Don't you mean sis? Nerd oder Depp? Nerd. Maybe I meant nerd. Dork. Punk oder Blödmann? Punk. Punk. Punks are cool. You know what, Max Caulfield? What, Chloe Price? You're the frickin' best. That's all. Wo kommt das her? Oder du hast verdammt recht. Wir fragen mal. Talk about mushy. Where'd that come from? I was just thinking about how awesome this day is. And how awesome we are. Okay, enough of this shit. There's treasure to be unburying. Genau. Und anscheinend scheint sie zu merken, dass Max ja schon sehr nachdenklich, grüblerisch ist und auch so ein bisschen sentimental. Und ja, es fällt wirklich schwer, einen Ort zu verlassen. Aber das geht nicht nur Kindern so, also nicht nur in dem Alter, sondern eben auch Erwachsene, wenn die wegziehen müssen. Oder wenn man halt neue Lebensumstände hat, neuen Job, neue Leute kennenlernen muss, und so weiter. Das alles, also Veränderung macht eben Angst und wir wollen eigentlich immer, dass alles beständig bleibt. Ja, also geht mir zumindest so, dass ich immer denke, okay, wenn sich wirklich was ändert, das ängstigt einen dann doch schon so ein bisschen und schöner ist halt, wenn dann die Sache doch vertraut ist und irgendwie konstant. Das ist also für mein Empfinden immer angenehmer als ständiger Wandel. Es gibt auch andere, die das anders sehen, aber ich rede da jetzt nur mal von mir. So, ansehen. I'm really gonna miss Price Family Barbecues. Ja, und hier oben haben wir noch einen Drachen. Are you ever gonna get your kite down from the roof? It was unhappy in captivity. I set it free. You must be a hero to kites everywhere. Ja. So, ein Foto, natürlich. Hey, Chloe. Yar. Über die Planke. Land in Sicht. Land ho. Perfect.
Ach ja, die alten Polaroid-Fotos. Ich kann ja mal ganz kurz. Ab Karte, da passiert nichts. Ich kann tappen, nichts passiert. Hm, komisch. If we ever want to find the treasure, I'll need to give Chloe the amulet. Ich glaube, ich habe da eine Taste umbelegt. Egal. Leider können wir die Bilder nicht aufrufen. Die Tab-Taste macht gerade gar nichts. Trotzdem, die alten Polaroid-Fotos. Wer sie noch kennt, diese Kameras, wo man fotografiert hat und dann kam vorne das Bild raus, dann hat man ein bisschen gewedelt und dann wurden die langsam, aber sicher scharf. Das waren noch gute alte Zeiten. Nicht mehr, nicht so wie heute. Hunderte Bilder auf einer SD-Karte speichern und dann am Computer auswerten. Da hat man nichts in der Hand. Ne? Na gut, wenn man sie ausdruckt, dann hat man da auch was in der Hand. Aber damals halt hat man tausende Bilder in so Schuhkartons unter Umständen gepackt, damit man dann die aufbewahren konnte. Und heute speichert man die halt auf der Festplatte. Ist platzsparend, ne? Ja, ist aber trotzdem anders als noch früher, wo man Bilder wirklich entwickeln lassen musste und noch in Laden gehen musste und so weiter und so fort. Das kennt man heute gar nicht mehr in dieser Art, wie es früher war. So, ich gucke mir die gute Dame mal an. I wish I could freeze this moment. Never have to leave it. Wenn ich eine Biene oder irgendwas vor mir habe, reagiere ich genauso. Ich weiß auch nicht. Und eine Spinne. Ne? Sie sagte ja vorhin schon, Spinnen. Oh Gott. Ich mag ja schon virtuelle Spinnen nicht, aber egal. Eine Flagge? I never understood why it's called a Jolly Roger. How jolly can you be if you're dead? Frag mich doch nicht, ich kenne mich damit genauso wenig aus wie du. This thing looks so much smaller than I remember. I can't believe Chloe still has it. Actually, after this morning, I can. Ach, ist schon süß. Ist wirklich süß. Okay, das Amulett. Hier bitte. Wait just a minute. Yarr! You must ask permission before setting foot or peg on another captain's boat. Aber ich bin der erste Mart und da fragen wir doch nicht um Erlaubnis. Und du bist der Dussel. Na gut, Erlaubnis an Bord zu kommen, Sir. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Granted. One amulet coming right up. Okay, I think it goes. Damn it. I forget how to make this stay on. Stay here. I'll find something to hold it on. Thanks, Max. Time to stick the amulet to the telescope. Then that treasure is ours. Cool. Wirklich, cool. Was ist das? Ansehen. Glider swings. The best way to simulate a storm on the high seas. Ja, schaukeln wir ein bisschen. So, eine Limo-Flasche. Chloe's bottle rocket. The fastest way to get an entire bottle of soda in your hair. Ih, das klebt doch. Gut, irgendwas, damit wir das befestigen können. Die Flagge nicht, das auch nicht. Dann gucken wir uns mal um, weil ich glaube, dass wir hier nicht viel machen können sonst. Skateboard kann es nicht sein. Grill auch nicht. Muss ja irgendwas Klebriges sein. Malerklebeband, natürlich! Ja, Klebeband. Painter's Tape. That should hold the amulet to the telescope. Dann nehmen wir das doch mit und geben das dann. Or one step closer to getting that treasure. Whatever it is. Genau. Was? This was a fun experiment. I'm almost surprised we actually managed to grow something. Ein Reifengarten oder so ähnlich? Hat was? Und hier ist ein Grab. Oh, die Katze. Poor Bongo. Chloe took his death so hard. Ja, gut. Okay, Klebeband. Wir geben das mal dem Captain. Hey, Captain, mein Captain. Ich habe Klebeband mitgebracht. If you told me this morning that
we'd be spending the day as pirates? I would have thought you were crazy. Yeah, I probably look like a loser, huh? Nein, wir sind gemeinsame Verlierer. Nicht mal, wenn du es versuchst. Nee, wenn, verlieren wir gemeinsam. Yeah, totally. But we're losers together. If you're a loser, Max, I don't think I want to be cool. It's just, this whole day has made me feel like a little kid again. I can't believe we were 8 and 9 when we planned this. I can. This tiny kid's head is squeezing the shit out of my head. Well, treasures don't find themselves. Lead the way. Oh, das ist süß. Ich bleib dabei, das Ganze ist irgendwie süß. So, Klebeband. Avast, matey. Have you brought me prize? Natürlich. Piratenklebeband oder Malerklebeband. Es ist Piratenklebeband. Das klebt alles, was mit Piraten zu tun hat. Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the seven seas. Well done, fellow scallywag. Just like old times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. Da fällt mir gerade ein. Achtung, kleiner Kommentar. Wenn ihr Life is Strange 1 nicht gesehen habt, hört ihr jetzt bitte mal ganz kurz weg. Ja, also kurz muten. Ja? Und wenn ich euch dann hier so ein Zeichen mache, dann könnt ihr wieder entmuten. Aber sie beherrschen ja, also beziehungsweise Max beherrscht am Ende mehr oder minder die ganze Bucht von Arcadia B durch den Wirbelsturm, den sie heraufbeschwört, durch ihre Zeitparadoxen, Zeitreisen und so weiter. Also durch dieses Zeitparadoxon, was sie heraufbeschwört. Da kommt ja ein riesiger Wirbelsturm und der bedroht ja die gesamte Bucht von Arcadia B. Also in gewisser Weise kontrolliert sie oder beherrscht sie nachher durch das, was sie macht, im übertragenen Sinne, dann eben die Bucht. So, jetzt könnt ihr wieder entmuten und mir hier wieder weiter zuhören, wenn ihr wollt. Und ansonsten guckt euch einfach mal ein Let's Play zu Life is Strange Episode 1 an. Also ich meine jetzt nicht Life is Strange Before the Storm Episode 1, sondern wirklich Teil 1, was ja noch keine Nummer hatte und so weiter. Guckt euch da einfach mal irgendwo ein Let's Play an. Ich habe leider keins auf meinem Kanal. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal. Aber momentan ist es einfach nicht da und deswegen, ja, wenn ihr das nicht kennt, guckt es euch mal an, es lohnt sich, ja, also auch der Nachteil hier, Life is Strange Before the Storm, finde ich persönlich sehr gut gelungen und deswegen die gesamte Spielreihe, ja, überall, wo Life is Strange draufsteht, das lohnt sich, das sollte man mal gesehen haben und erlebt haben. Wir sind immer noch Piraten oder wir sind erwachsen geworden, heute sind wir Piraten. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Would you like to do the honors, Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with something? Here goes nothing. Okay. This drawing is supposed to line up with something. Was? Bewege das Teleskop mit der linken oder mit der Maus allgemein und drehe die Linse mit A und D. Die haben also sowas wie... eine Karte hier gemalt, aber wo? I think the drawing should turn the real world into something piratey. Wenn das Haus da drüben die Fenster sozusagen Kanonen wären. Dreh's mal um. Wasser ist unten, das soll kein Sonnenschirm sein, das soll
ein Schiff sein. So, geht doch. Got it. Yes, you rock. Where is it? Here? Rechts. Du musst nach rechts. Okay, take a step right. No, no, the other right. My other right or your other right? Mein rechts, dein links, also meins. My other right. Got it. Wait, what? Just go that way. Perfect. Now come towards me. Bingo. That is not what we buried. Was? Was liegt denn dann da? What is this? I don't know. Let's open it. From Bloody Bill. Who's that? I'll get the tape player. Aha. Chloe's dad is such a goofball. Hat der den Schatz ausgegraben und gegen einen anderen ersetzt oder ergänzt oder sowas? Hat er mitgemacht? Und keiner wusste es? Which would normally make us mortal enemies. But hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary, I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I won't go on too long. Just know that Bloody Bill is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrubbed. And always remember, the real treasure is... friendship. Love. Your Oregon State prepaid college savings plan. Ach. Ach, der Vater ist lieb. Ich mag ihn. That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule.